Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Egglog. Wir gehen heute in die nächste Prüfung, in unsere zweite Prüfung. Dass das erst zwei waren bisher, ne? Naja. Schauen wir, was uns erwartet. Hi, wer bist du? Hallo, mein Name ist Tracy. Ich bin der Captain des Plätscherhügels. Du siehst mir nach einem fähigen Trainer aus. Wärst du so gut, mir bei einer Sache zu helfen? Okay. Fein, fein, dann folg mir bitte. Okay. Ach, ich laufe nicht automatisch. Okay, hallo. Hallo? Hallo, wie weit muss ich laufen? Wo ist sie denn? Wiese. Okay, Pokémon fangen. Hallo, Wiese. Ich bin gespannt. Ein Paras. Hi, Paras. Wie geht's so? Ich habe ein Dratini. Du bist Level 17. Okay. Meint ihr, Paras hat schon mehr als 40 KP? Ich will es nicht riskieren, ehrlich gesagt. Okay. Oh, das war ein Crit, super. Einmal muss aber noch. Yay, super. Heil dich wieder. Das macht Spaß. Du brauchst nur einen orangenen Bereich und dann versuchen wir es zu fangen. So. Nein, und da hat es die Stachelspore eingesetzt. Super. Oh, und sofort ist es wieder weg. Das ist schön, wenn das sofort in der Runde wirkt. So. Wir setzen einen Superball ein. Das sollte klappen. Na? Eins, zwei... Oh, Paras, was ist los mit dir? Das kann doch nicht sein. Und also, die Expidermis ist schon echt gut heute. Bitte crit jetzt nicht. Das wäre super. Lassen wir das einfach, okay. Das Paras, das will das nicht wahrhaben. Jetzt wahrscheinlich nicht. Zweimal war schon gut genug. Zweimal gleich in der ersten Runde. Jetzt sind wir sogar in Rot. Das sollte reichen. Hoffe ich. Zwei. Drei. Ja. Schön. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir mal weiter, ja. Ah, nein. Ich wollte weitergehen und kein Pokédex-Eintrag. Wie schön. Paras. Schön. Tschüss. Nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Ich wollte es auch nicht ins Team. Warum ist in mein Team die oberste Wahl? Es ist so nervig. Oh, ich habe einen Mini-Pilz. Super. Dankeschön. So. Oh, ohne Pokémon durchgekommen. Oh, ich habe ein paralysiertes Dratini. Schau mal da drüben, siehst du das? Ja. Wasser. Den Wasserwirbel dort, meine ich. Ich vermute mal, dass er von einem unheimlich starken Pokémon erzeugt wird. Und hier kommst du ins Spiel. Sei doch so gut und geh dem Wirbel bitte auf den Grund. Ja. Ich kann jetzt Lapras rufen. Juhu. Okay. So, erstmal Pokémon wechseln. Wo ist denn hier? So, ich hoffe, das wilde Pokémon ist noch nicht so stark. Vielleicht mache ich jetzt mal wieder den EP-Teiler an. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht für heute, für die Folge. Ihr müsst mich daran erinnern, den wieder auszuschalten. Sonst sind wir nur wieder total überlevelt. So. Ja, ich möchte bitte mit Lapras. Wie hoch man da sitzt, ne? Hallo. Tschüss. Hallo. Hallo, Wasserwirbel. Ach, was könnte das für ein Pokémon sein? Keine Ahnung. Ein Lusadin. Oh. Ich habe hier ein Elektro-Pokémon. Ich hoffe, das ist okay für dich. So, Donnerzahn. Ja, das
Das war nicht schlecht. Muss man mal sagen. Aber es war ja auch nur ein Lusardin. Na sowas, ein Lusardin war also der Unruhestifter. Wer hätte gedacht, dass ein so kleines Pokémon so viel Wirbel machen kann? Oh, was ist denn nun schon wieder? Aus der Ferne höre ich noch ein noch lauteres Platschen. Was wohl diesmal der Grund dafür ist? Ein Mensch oder wieder ein Pokémon? Ja, ich finde es raus. Schon okay. Oh, hi. Wie geht's so? Die Angel weist dir den Weg. Ja, das ist eine gute Weisheit. Die Angel weist dir den Weg. Dankeschön. Das merke ich mir. Glaube ich. Ein Quapsel, hallo. So, hier habe ich eine Elektrokatze. Donnerzahn. Toll. Toll, Hypnose. Bitte wach auf. Das macht nicht zu viel Schaden, okay. Bitte wach doch auf. Komm schon, du brauchst nur einen Schlag, um es zu besiegen. Komm schon. Ja, danke schön. Ich hoffe, es braucht nur einen. Ja. Okay. Level up. Sehr schön. So, die Angel hat ja doch nicht den Weg gewiesen, so wie es aussieht, würde ich sagen. Und jetzt lass mich auf den Steg. So. Ach, denk. Ich glaube, hier komme ich nicht runter. Okay. Dann schwimmen wir runter. Na gut. Wo geht's denn? Hä? Wo geht's denn runter? Ach, hier. Ach, ich. Okay. Wie steige ich ab? Wie steige ich ab? Hä? Wieso ging denn das jetzt an der Stelle nicht? Spiel. Oh, ich will keine Beleber. Ich brauche keine Beleber. Bitte. Ah, Wiese. So. Da ist sie ja schon. Wie bist du hierher gekommen? So schnell. Schau mal darüber, siehst du das? Wie war gleich dein Name? Ach ja, Miri. Ein wirklich schöner Name. Ja, danke. Gut, dann schwimmen wir da doch auch mal raus. Ja. Bitte frag nicht immer. So. Hallo? Tschüss. Hallo? Lapras sieht zu klein aus, oder? Müsste das nicht viel größer sein? Ein Lusardin. Vielleicht ist es noch ein junges Lapras. Okay. Na? One-Hit wieder? Ja. Ich hatte auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Gut. Oh, es regnet. Ach ja. Na sowas. Und wieder war der Grund für den ganzen Wirbel ein Lusardin. Da lag ich mit meiner Vermutung, dass es ein ausgelassener Schwimmer sein könnte, daneben, ja. Ja, wieder ein Pokémon, richtig. Nein, es ist bestimmt ein Schwimmer, der ertrinkt. Darf ich diesmal direkt hier rüber? Hi, wie geht's? Ja, da hat jemand angebissen. Hi, ich bin Miri und ich habe angebissen oder so. Mir fehlt ein bisschen aus Mitopia, dass ich vorspuren kann. Oh nein. Was war denn das für ein Ball? Keine Ahnung. Ich hab's nicht richtig gesehen. Es ist Verschwendung, an dir meine Attacken einzusetzen. Jetzt habe ich aus Versehen Mysto-Welle eingesetzt. Wow, es kann schon Tackle. Jetzt haben wir die Attacke auch mal gesehen. Ja, das bringt nur nichts, wenn das Pokémon... Nein! Oh, um Himmels Willen. Ja, ich mach das Carpador richtig fertig, weil ich Carpador hasse. Okay, eigentlich nicht. Ich mag Carpador. Ich glaube, ich muss gleich heilen. Das Carpador macht ihm echt Schaden.
Oder es war vielleicht das Quapsel von vorhin, aber wer weiß. Noch ein Carpador, wie schön. Du scheinst ja beim Angeln nicht so erfolgreich zu sein, oder? Nee, ne? Na, wenigstens können seine Carpador schon tackle. Das ist doch schön für ihn, oder? Das ist, finde ich, sehr schön für ihn. Level 20. Okay. Noch jemand? Ich könnte meine Pokémon mal wieder pflegen. Wenn ich das gerade so sehe, wenn es mir gerade auffällt, mache ich das doch. Oh, du bist ja dreckig. Was muss ich dann machen? Kämmt das Pokémon, wischt Schmutz weg, entfernt Sand. Was hast du denn? Boah, dauert das lang. Mache ich irgendwas falsch? Muss ich das nur draufhalten? Nein, ich muss wirklich bewegen. Ich kämme dich. Lade ich es damit nicht elektrostatisch auf? Ist es dann stärker? Hier, du kriegst, weil du ein Elektro-Pokémon bist, das Gelbe. Hier ist. Oder ich werfe es wieder weg. Ja. Gut. Tschüss. Okay. Dann gehen wir weiter. Nein, ich wollte es doch heilen. Kriegt das eigentlich KP, wenn ich es pflege? Anscheinend nicht. Okay. Wo haben wir Tränke? Tränke. Hier. Oh, wir haben sogar noch eine ganze Menge Tränke. Und die machen sogar noch eine Menge. Wir sind noch so weit vorne im Spiel, dass Tränke noch so viel heilen. Krass. Oh, da ist sie schon wieder. Der Plätscherhügel. In seinem hintersten Winkel lebt das legendäre Pokémon Kyogre. Ja, ich glaube nicht. Bist du dir sicher? Respekt, ich muss schon sagen, dich foppt man nicht so leicht, Miri. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Strand. Das Platschen aus der Ferne. Was steckt wohl diesmal dahinter? Na klar, bei Regen steigen die Wasserattacken um 50%. Hinter dem Wasserwirbel steckt also vielleicht ein Pokémon, dessen Attacken durch Regen verstärkt werden. Ja, also jedes Wasser-Pokémon, das Wasserattacken einsetzt. Toll! Clever! Oh, hier fängt die Prüfung an. Miri, jetzt bist du mir also bis hierher gefolgt. Oh, ich bin in ihre Falle gelaufen. Dir ist schon klar, was du damit verbracht hast, oder? Richtig, du hast das Tor des Captains passiert, also steht jetzt auch eine Prüfung an. Und meine Prüfung besteht darin, den Herrscher der Meere zu besiegen. Oh, das ist aber ein süßer Wasserwirbel. Siehst du den Wasserwirbel dort? Der versteckt sich sicher, der Herrscher. Wer weiß, vielleicht sind die Lusardin von vorhin oder ihre Mitschreiter ja auf Rache aus. Sieh dich vor, beweis dein Können und besiege den Herrscher. Ach ja, und natürlich musst du zunächst diese Prüfung bestehen, um ihr Pokémon fangen zu können. Also dann, möge meine Prüfung beginnen. Yay. Okay. Dann heilen wir erstmal Dratini von seiner Paralyse, würde ich sagen. Ich habe nur einen Paraheiler. Super. Oh. Ich habe noch gar kein. Ich habe mein Z-Kristall noch gar nicht. Ja. Ups. Aus Versehen. Gut. Schillock bekommt gleich den mit Wasser und dann ist alles gut. Okay, aber Leute, bevor wir den Herrscher machen, würde ich sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet unbedingt morgen wieder Schaltet unbedingt morgen wieder ein und ansonsten macht es gut und tschüss.